Hier spricht Annelie von die Reise zu deinem Sein. Bist du auch der Meinung, dass Liebe, diese riesige Liebe, das Zeichen ist? Die Liebe zu diesem Menschen, den du getroffen hast, dass es das Zeichen ist, dass es deine Dualseele ist? Und dass diese sogenannte Liebe ewig bestehen bleibt, denn es ist ja deine Dualseele. Das wird sehr häufig so verstanden und die meisten Menschen machen sich dann keine großartigen Gedanken darüber, was denn jetzt diese sogenannte Liebe eigentlich bedeutet. Und ich habe dazu schon ein Video gemacht, da geht es um den Gegensatz von menschlicher Liebe und der Liebe der Einheit, also der göttlichen Liebe. Und die göttliche Liebe ist etwas ganz anderes. Die ist nicht dieses aufgeregte, ich will diesen Menschen besitzen, sondern es ist auch kein Gefühl. Die Liebe in der Einheit ist das Bewusstsein, verbunden zu sein. Und da du ja eine Seele, ein Sein mit deiner Dualseele bist, ist es das Bewusstsein, dass du die gleiche Seelenenergie hast wie deine Dualseele. Während die andere, die menschliche Liebe, ich sage es immer wieder, im Grunde genommen Anhaftung ist, das heißt, eigentlich schlecht in deinem Leben, weil es dich ja sozusagen versklavt. Du möchtest diesen Menschen haben und kannst ohne ihn nicht so wirklich hundertprozentig glücklich sein. Das ist Anhaftung. Aber es gibt noch etwas anderes und das ist Anziehung. Was ist denn diese Anziehung? Diese Anziehung ist meiner Meinung nach das Zeichen für die Dualseelenverbindung. Das ist etwas Unerklärliches. Manche beschreiben es so wie Magnetismus, dass es sich einfach anzieht. Und hat genau genommen nicht einmal mit dem menschlichen Gefühl der Liebe etwas zu tun. Es ist einfach diese Anziehung da und ja, sie ist auch sexuell. Es ist eine Anziehung, eine unerklärliche Anziehung. Diese Anziehung besteht zwischen Dualseelen und keine Erklärung gibt es deshalb, weil ja die meisten Menschen noch gar nicht mit ihrer Seele verbunden sind. Denn dort wäre die Erklärung, wieso es diese Anziehung gibt. Tatsache ist ja, wir sind zwei unterschiedliche Menschen, getrennt voneinander und wenn ihr in Trennung lebt, ist das sehr, sehr deutlich zu spüren, aber auch sonst kann es jeder bemerken. Man ist immer getrennt von jedem anderen Menschen und eben in dem Fall dann auch von deiner Dualseele, weil der menschliche Körper Grenzen hat und diese Grenzen können ja kaum überwunden werden. Ja, also trotz dieser Grenzen gibt es die Anziehung. Und jetzt war oft die Frage, bleibt diese Anziehung bestehen? Ja, solange die beiden Körper leben, wird diese Anziehung immer bestehen bleiben. Es kann passieren, dass du aus welchen Gründen auch immer, es kann vielleicht einfach durch Ablenkung sein oder auch tatsächlich dadurch, dass du deinem eigenen Sein näher kommst.
dass diese menschliche Anhaftungsliebe immer weniger und weniger wird. Das heißt, das klingt jetzt vollkommen unverständlich wahrscheinlich in deinen Ohren, diese Liebe kann vergehen. Und es kann dann auch sein, dass du vielleicht weniger Gedanken an deine Dualseele hast, obwohl du ja durch Synchronizitäten immer wieder darauf hingewiesen wirst, Achtung, es gibt den, Achtung, das ist er, vergiss es nicht. Aber eines wird nie vergehen und das ist die Anziehung. Ich weiß, jetzt denkst du, ach, sexuelle Anziehung zum Beispiel, das kann doch nichts Positives sein. Das ist deshalb, weil wir einfach gelernt haben, das als negativ zu sehen. Aber diese Anziehung bleibt. Und sie wird besonders dann deutlich, wenn ihr euch seht oder nahe kommt. Natürlich, wenn ihr euch in die Augen schaut oder berührt. Das sind Berührungen, die bleiben lange Zeit spürbar, auch wenn der andere Mensch schon längst wieder weg ist. Die Berührung an dieser Körperstelle, wo immer sie stattgefunden hat, es kann ein Streicheln über die Wange oder über die Schulter sein. Diese Berührung, das Gefühl dieser Berührung bleibt bestehen, weil die Anziehung zwischen euch besteht. Aber diese Anziehung ist dann nicht mehr ein Muss. Sie ist keine Sucht mehr. Deshalb gibt es auch keine Sehnsucht mehr. Die Sucht in der Beziehung ist in dem Moment verschwunden, wo du mit deinem Sein in Kontakt kommst, in Berührung kommst, dein Sein erkennst und im Auftrag deines Seins lebst, dann ist diese Sucht der Anziehung zu deiner Dualseele unbedingt nachgeben zu müssen, die ist dann weg, die Sehnsucht ist weg. Und ja, eben auch diese Art von Liebe, die ja eigentlich meistens Sehnsucht ist, die verschwindet. Also irgendwann kannst du dich entlieben. Nach menschlicher Definition von Liebe. Aber die Anziehung bleibt. Und die bemerkst du in dem Moment, wo ihr räumlich zusammenkommt oder gar euch berührt. Das lässt sich nicht leugnen. Und das soll so sein. Warum, weiß ich nicht, aber es ist so. Also die Anziehung bleibt bestehen, nicht aber die Sehnsucht oder sogenannte menschliche Liebe. Und die göttliche Liebe, ja, die bist du ja. Die ist dein Sein, die ist in dir. Das ist göttliche Liebe, Freude, Hingabe. Es ist das Einheitsgefühl mit allem, was ist. Und natürlich mit deiner Dualseele, weil sie ja die gleiche Seelenenergie hat wie du. Und das macht die Anziehung aus. Diese Anziehung vergeht im Grunde genommen niemals. Auch wenn es vorübergehend im Prozess so aussehen mag, dass die Anziehung zum Abstoßen wird, weil dich deine Dualseele wegstößt. Sie stößt dich nur deshalb weg, weil diese Anziehung für sie so unerklärlich und so beängstigend ist.
Denn es ist beängstigend, wenn man nicht weiß, woher kommt das und was passiert mit so viel Anziehung. Bei jeder Berührung drohe ich zu verschmelzen und meine Individualität aufzugeben, was ja gar nicht der Fall ist, aber die Angst davor besteht. So lange besteht diese Angst auf der Seite deiner Dualseele, bis du in deinem Sein angekommen bist, bis du sozusagen erwacht bist und im Auftrag deines Seins deine Handlungen in diese Welt setzt. In dem Moment fällt die Angst vor der Verschmelzung und vor dieser Wahnsinnsanziehung bei deiner Dualseele, beim Körper deiner Dualseele weg, weil du ja die Aufmerksamkeit von ihrem Körper abziehst hin zu ihrem Sein, nämlich deinem Sein. Das Sein deiner Dualseele ist dein Sein. Dorthin bringst du deine Aufmerksamkeit und deshalb fällt plötzlich die Angst weg, deiner Dualseele mit dir einfach nicht umgehen zu können, das nicht erleben zu wollen, weil ja klar ist, dann es gibt keine körperliche Verschmelzung, sondern sie hat stattgefunden in der Seele, in der gemeinsamen Seele. Und deine, ich sage es jetzt, abstoßende Energie zu deiner Dualseele wird vollkommen abgezogen. Also worauf ich heute hinaus wollte, ist das, dass diese energetische Verbindung, die zwischen euren Körpern besteht, immer bestehen bleiben wird, auch wenn sie sich zwischendurch negativ äußert, indem dich deine Dualseele wegstößt. Aber solltet ihr euch treffen, wird diese Anziehung immer wieder da sein. Und wenn du in das Erwachen kommst und deine Aufmerksamkeit und deine großartige Liebe, die ist es, glaube ich, die am meisten stört bei dieser ganzen Sache, abziehst von deiner Dualseele, dann fällt auch die Angst deiner Dualseele weg, diese Anziehung auszuleben. Letztendlich ist es ja das, was ihr beide Körper wollt. Ihr wollt die Anziehung ausleben. Und was dabei stört, ist das menschliche Gefühl der Liebe. Das klingt jetzt so komisch, aber diese Liebe ist andauernde Aufmerksamkeit. Andauernde Aufmerksamkeit, auf diesen, die du auf diesen Menschen richtest. Ja, ich hoffe, dir mit diesem Video ein bisschen weitergeholfen zu haben. Falls ja, dann lass bitte ein Like da und du kannst auch gerne den Kanal abonnieren. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles Gute auf deiner Reise zu dir selbst, zu deinem Sein. Und bis bald, deine Annelie.